cross my mind while I'm by myself. I hate you. These things go through my mind while I'm by myself. Kiddos, ich mache heute wieder einen Vlog und wie ihr seht, bin ich schon fertig gemacht. Das ist mein Outfit, ein Rock und ein Oberteil hier und das hat normalerweise hier so Träger, aber jetzt eben, weil die Sonne noch vor kurzem ein bisschen geschienen hat, jetzt anscheinend nicht mehr, gebe ich das halt immer runter, dass ich dann da nicht solche Streifen habe. Ja, und jetzt mache ich mich auch schon auf den Weg. Und ja, ich weiß, ich habe keinen BH an. Viele Leute finden das komisch, aber ich bin für Free the Nipple. Ja, ich würde gerne mal in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht, ob ihr es gut oder schlecht findet, ohne BH rumzulaufen. Ich laufe sehr gern ohne BH rum. Ich habe generell auch nicht viel, was man zeigen kann. Ja, aber mich würde es einfach mal interessieren, wie ihr dazu steht zu dem Thema. Da gibt es ja verschiedene gespaltene Meinungen. Also schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Auf jeden Fall, ich bin ohne BH. Okay, ich bin jetzt gerade am Weg zur Busstation. Dann werde ich zu einem Café fahren, weil ich Cafés einfach liebe. Und viele wissen, glaube ich, jetzt auch schon, dass ich es einfach liebe, so neue Cafés zu suchen und dann die auszuprobieren. Es ist richtig heiß gerade zwischendurch, aber ein bisschen bewölkt. Und ich dachte mir, ich erzähle euch mal so ein bisschen, was gerade los ist bei mir. Also heute, wie gesagt, mache ich einen Ausflug mit meinen Freundinnen. Wir treffen uns dann um 12.30 Uhr an der Busstation und dann fahren wir nach Colombian und gehen zu den Colombian Rock Pools und so. Das werdet ihr dann sehen, was das ist. Und was ich gerade so gesundheitsmäßig mache oder essensmäßig oder sportmäßig, das, was ich versuche in letzter Zeit ist, dass ich Abend esse oder halt, ich esse ja nach dem Abendessen immer noch so Snacks und das Ganze. Und dann versuche ich halt, nachdem ich das letzte Mal gegessen habe, das ist meistens so um, weiß ich nicht, 10 oder 11 herum am Abend, kommt immer drauf an, da esse ich dann meistens immer noch Schokolade und Proteinriegel oder irgend sowas oder Müsliriegel oder Nüsse oder whatever. Und dann versuche ich halt am nächsten Morgen wirklich wieder genau um dieselbe Uhrzeit, also 12 Stunden später, nur halt AM, dann halt in der Früh das nächste Mal zu essen. Das heißt, ich versuche immer jetzt Abendessen, also die letzte Mahlzeit am Abend, versuche ich dann 12 Stunden dazwischen zu haben und dann ist das nächste Mal zu essen. Und mittlerweile ist es 10.46 Uhr in der Früh und ich habe gestern das letzte Mal um 10:30 was gegessen. Das heißt, jetzt dürfte ich eigentlich schon was essen. Und es ist einfach richtig angenehm, weil dann merkt man dann halt auch schon richtig, dass der Magen dann wieder leer ist und man Hunger bekommt. Und ich finde es einfach richtig angenehm zu essen, wenn man dann halt wirklich Hunger hat. Und man isst nicht einfach nur, also ich versuche nicht zu essen, jedes Mal aus Langeweile, also zumindest Frühstück. Ich esse oft während dem Tag einfach aus Langeweile. Aber ich versuche Frühstück zumindest nicht aus Langeweile zu essen, sondern erst dann, wenn ich wirklich Hunger habe. Und das ist dann meistens so 12 Stunden nach meiner letzten Mahlzeit. Ja, das war das kurze Update und jetzt gehe ich zur Busstation und der Wind macht gerade meine Haare kaputt. Ich habe mir hier übrigens so eine kleine süße Flasche mitgenommen. Die ist so süß einfach. Ich habe gerade ernsthaft ungefähr 10 Minuten bei der falschen Bushaltestelle gewartet, weil ich auf meiner App, wo ich halt nach den Bussen schauen kann, eine Stunde früher, also um 10 Uhr eingegeben habe. Aber es ist mittlerweile 11 Uhr. Also bin ich erst jetzt zur richtigen Bushaltestelle gekommen. Gut gemacht. Oh, ich bin jetzt bei meinem Lieblingscoffee. Und das ist dieses hier hinter mir. Das ist einfach so gut, da ist der Kaffee so gut. Ich habe meinen Cappuccino bestellt mit Hazelnut Flavor. Und ohne Spaß. Thank you. Ohne Spaß. Ich glaube 7 Minuten gebraucht, um mir einen Macaro auszusuchen. Ich habe mir jetzt diesen hier genommen und das ist Cookies and Cream Flavor. Normalerweise nehme ich immer Salted Caramel. Aber ich dachte, ich brauche mal eine Veränderung. Und hier ist auch schon mein Cappuccino.
testen wir mal den Makaro. Mein Cappuccino ist fast leer. Und der Makaro, oh mein Gott. Schaut einfach, wie perfekt der aussieht. Der ist so geil gefüllt einfach. Das ist Cookies and Cream und den kosten wir jetzt mal. Jedenfalls richtig geil. Ich bin gerade in einem Shop, weil da gibt es einen Sale und ich probiere gerade solche T-Shirt-Dress, also solche langen T-Shirts mehr oder weniger. Und da habe ich mir die Sachen hier rausgesucht und ich kann mich jetzt entscheiden zwischen dem, dem und dem, weil die sind alle ziemlich günstig. Wahrscheinlich werde ich eh gar keins kaufen, aber ich finde die schon richtig cool aus, weil die haben auch so einen Hoodie da hinten. So, und da ist Julina und das sind meine Freunde. Nein, du hast keine Freunde. Und wir fahren jetzt nach Kurambien, oder? Ja, Kurambien. Nein, wir fahren nach Kulangata. Kulangata und wir schauen uns die Snapper Rocks an. Und Kaya hat Popcorn, ich bin neidisch. Wir sind hier am Flughafen und fliegen jetzt alle nach Hause. Halt die Schnauze. Nein, Spaß. Wir warten gerade auf den Bus und dann geht's nach Kurambien und dann gehen wir Acai-Bowl essen. Wir gehen immer noch nicht nach Kurambien, aber guck hoch. Wie heißt Kulangata? Kulangata, sorry. Ich vertue mich die ganze Zeit. Ist das dein Zuhälter? Wir suchen jetzt einen Acai-Shop, wo wir Acai-Bowls essen können. Und jetzt sind wir auch schon in Kulangata. Und da irgendwo sollte jetzt ein Raw Energy Laden sein. Sicher, dass wir nicht in Kurambien sind. Sollte irgendwo Raw Energy sein, wo es mega geile Acai-Bowls gibt. Das heißt, es sind halt überall geile Läden. Raw Energy zwar nicht gefunden, aber es sind irgendwo, wo es auch gute Sachen gibt. Ich habe mir einen Mix bestellt und die haben schon ihre Acai Bowl. Kaya hat schon ihren geilen Smoothie, der ist echt gut und die anderen warten noch. Hey. Er hat seine Acai Bowl. Außer ich. Jetzt machen wir Fotoshooting, ne? Fotoshooting. Das ist jetzt meine Acai Bowl. Ich habe sie aber gemixt mit Pitaya, das heißt Pitaya und Acai. Jetzt chillen wir da, da ist der Strand und essen jetzt mal Lunch. Ich muss vloggen, da muss ich erst wieder einen Test haben. Komm ins Video. Nein, das war voll der Fail. Warte. Jetzt bin ich drin. Mach, ich wollte heute wieder den USB-Stick mitnehmen. Kannst du bitte aufhören, den Vorhang zu lutschen? Ich finde das richtig strange. So. Die Qualität ist so gut. So sich selbst zu filmen. Sag ich ja, ich finde es verständlich. Ich gucke auch immer da hoch und nie da rein. Aber ich habe Freunde, deswegen muss ich auch nicht da reingucken. Du hast keine Freunde. Heartbreaking. Also wir gehen jetzt zu den Snapper Rocks und die Wellen sehen heute richtig gut aus, laut Carla. Und wisst ihr was, mir hat Julina gerade Zucker in die Haare geleert, jetzt habe ich überall Zucker und das pickt schon so richtig grindig. Und das ist der Weg, den wir gerade langlaufen. Hier ist gerade einfach mega schön.
gerade am Beach und schauen den Surfern zu, weil hier sind echt richtig krasse Wellen und den Surfern hier zuzuschauen ist echt richtig spannend. Und die Sonne lässt sich auch mal wieder blicken, yay! Wir chillen hier jetzt an den Snapper Rocks und die Sonne ist wieder draußen und so sehen die Snapper Rocks hier eben aus. Und wir diskutieren gerade, was wir heute machen werden oder was wir morgen machen werden, weil es gibt so viele verschiedene Optionen, die wir machen könnten. Und jetzt überlegen wir gerade, was wir machen. Und was wir hier gerade gefunden haben, die Eidechse ist hier mal mega groß. Aus dem Bus raus und ich treffe meine Freunde später wieder. Jetzt bin ich leider auf dem Weg zum Arzt. Hier riecht es einfach überall nach Essen. Ich habe schon wieder so Hunger. Beim Arzt. Ich bin übrigens schon fast eine Stunde hier und ja, bin noch immer beim Arzt und noch immer nicht dran. Jetzt habe ich keine Ahnung, ob sich das heute noch ausgeht, dass ich meine Freundinnen treffe. Das finde ich richtig blöd. Yay, es ist mittlerweile dunkel, sehr dunkel. Ich war 1¾ Stunden beim Arzt, habe mich schon mit allen dort angefreundet. Jetzt bin ich endlich fertig und nein, es zahlt sich nicht mal aus, zu meinen Freunden zu gehen. Sehr cool, weil die sind alle in Miami, beim Miami Marquette. Das ist so ein Markt, wo es halt urviel zum Essen gibt. Und ja, ich muss jetzt leider nach Hause und es zahlt sich nicht mehr aus. Also der Arzt heute hat sich ausgezahlt, fast 2 Stunden. Ein kleines Vorabendessen, weil ich schon so Hunger habe. So, ich bin jetzt zu Hause und bei uns war gerade voll das Gewitter. Also glücklicherweise bin ich schon zu Hause, weil ich habe hier von der Busstation einen sehr, sehr langen Nachhauseweg. Ja, und es hat gerade so geschüttet. Jetzt ist es eh wieder weniger. Aber ich weiß nicht, hört ihr das? Man hört das vielleicht ein bisschen. Und ich habe jetzt auch schon Abend gegessen um 9 Uhr. Ja, jetzt bin ich fertig. Jetzt werde ich noch ein bisschen chillen. Und ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich habe euch alle ganz stark lieb. Und schönen Tag, Abend, Nacht.